Ja, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Toy Story 2. Wir müssen ja noch hier Gassen und Rinnen. Fehlen uns noch zwei Pizza-Planeten-Chips. Da müssen wir noch diesen Endgegner besiegen und wir brauchen noch diese Enten, die wir dann sammeln müssen. So. Dafür brauchten wir ja diesen Enterhaken. Den hatten wir ja erst gekriegt bei dem. Wie hieß das Level? Auf und ab? Ja. Boah, jetzt erstmal diese. Ich treffe das scheiß Ding noch nicht mal. Wie ist das gerade so? Ja, komm schon. Verbuggt gewesen. So. Ist natürlich immer verbuggt, wenn es nicht funktioniert. Ich glaube, hier kriegen wir die. Oder kriegen eine, wir kriegen hier eine Ente, nicht die erste. Das sei ich, heißt egal, welcher man anfängt. Aber auf jeden Fall gibt es hier eine. Die schnappen wir uns. Ich bin das ein bisschen doof, oder dass das nicht gespeichert wird. So. Die müsste, glaube ich, ganz hinten links in der Ecke irgendwo sein. Müssen wir. Ach, nein. Ach, okay, das gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingsleveln. Das finde ich mal cool, dass die so stehen bleiben. Wenn man. Na. Wenn man es nicht trifft. Gab es hier unten nicht jetzt auch diese Raketenschuhe, nachdem man die freigeschaltet hat? Oder war das in einem anderen Level? Das. Bei Andys Nachbarschaft weiß ich das auf jeden Fall. Ne, scheint hier nicht zu sein. Okay. Dann muss ich da so durch. So noch einmal hoch. Na, komm schon. So, jetzt müssen wir erstmal auf diese Kiste hier warten. Ich brauche schon 20 Minuten echt nur für dieses Level, für diesen letzten Levelabschnitt oder wie auch immer. Achso, ich bin noch gar nicht ganz oben. Ah, verdammt. Beim letzten Mal hat das so super geklappt. Ich weiß gar nicht, worum es jetzt nicht geht. So. Bisschen warten. Na, komm. Ach, warum kriegst du das Scheißding denn nicht? Der war doch nah genug dran, ey. Das ist dann doch schon ein bisschen extrem nervend. Komm schon, jetzt war jetzt hier hoch. Komm, los. Okay, diesmal warte ich auf die Kiste. Ich glaube, die Kiste ist auch echt langsamer, ne? Als dieses Brett. Ich glaube, die Bretter sind schneller im vorbei. Sausen. Brausen. Komm schon. Und die letzten Meter. Quack. So. Da haben wir die kleine Entchen. So, mal eben da unten reinschauen. Habe ich jetzt doch gerade diese Dinger da gesehen? Ich hoffe ja mal nicht, dass es da diese Raketenschuhe da unten jetzt doch gab. Und ich die da hätte da benutzen können. Natürlich gibt es sie doch. Ach komm. Ja, wobei, wenn ich da, bis ich da jetzt angekommen bin, da bin ich ja auch schon hier hoch. Okay, also ihr seht, da unten waren die Raketenschuhe. Da hätte man jetzt auch einfach hineiern können und dann wäre man da auch hochgekommen ohne viel Mühe. Nur ich war mir nicht sicher, bevor ich die Zeit verplemper, da so hinzueiern, habe ich es dann doch lieber selber gemacht hier über die
Kisten und Bretter. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wo die anderen Enden sind. Ich glaube, zwei sind da hinten noch bei dem Schweinchen. Also da mussten wir hier über den, da hinten über diesen Zaun hüppen. Da müssten, glaube ich, zwei Stück sein. Und zwei müssten dann noch im Laufe unserer Kletterpartie kommen. Die übrigens, ich glaube, recht lange dauert. Das Gefühl, also zumindest gefühlt lange dauert. Ich weiß nicht, wie das zeitlich ausschaut. Da dürfte die Entenmutter sein. Die quakt ja auch gar nicht. Also wir müssen nur diese kleinen Entchen einsammeln, die hier so rumquaken. Aua! Da voll einen mitgegeben. Ich glaube, das schaffe ich nicht, oder? Puh, okay, doch. Hei. Nein, du, mach die Klappe zu. Ah, diese Kamikaze-Flieger, ey, das ist schlimm. Es hat beim ersten Mal geklappt. Ja, wir hören es schon. Oben hier quaken. Da muss ich auch mal eben schauen. Wie war das denn doch mal? Ich glaube, von hier drüben. Das war so ein bisschen tricky. Und ja, wunderbar. Also, dass das gleich klappt, das hätte ich nicht gedacht. Boah. Na, komm her. Los. Dann könnten wir doch... Okay, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, dann können wir doch darüber hüpfen und darüber und... Aber das brauchen wir ja auch gar nicht. Denn wir haben ja alles hier eigentlich an sich schon. Wir brauchen nur diese Enden. Die dritte ist hier unten in dieser Grube. Ich weiß gar nicht, wie viele Blitzer-Planeten-Chips es denn noch gibt. Ich glaube, sonst war es noch in... Als Spielzeugladen, sonst glaube ich nur noch, wo uns einer fehlte. Ich glaube, hier war noch ein Leben. Hier war doch noch irgendwas. Ja, hier war noch ein Leben, so rein zufällig, falls man noch mal müssen möchte. Und, ja, dann müssten wir doch genau auf 50 kommen, also genau 50 Pizza-Planeten-Chips. In, keine Ahnung, wie viele Folgen das dann sind. Denn ich habe ja seit dem Penthouse, als Penthouse, glaube ich, seitdem nehme ich hier nonstop gerade die eine Folge nach der anderen auf, um das denn auch fertig zu kriegen. Denn was fertig ist, ist fertig. Dann brauche ich das mich nur rendern und ja, zusammenfügen, hochladen. Und dann ist das Let's Play auch abgeschlossen. Finde ich eigentlich so ganz gut. Dann habe ich immer so ein bisschen Spielraum. Habe schon mal ein bisschen Videomaterial. Und ja, kann dann rein theoretisch schon mal auch mich auf andere Sachen stürzen. Wie war das denn hier? Hier musste ich noch irgendwie... Aha... Aha. So, muss ich doch hier hoch? Hä? Aber was war denn da mit der Kiste? Was hatte das da mit der Kiste auf sich? Ach, ich habe keine Ahnung gerade. Ich mach gerade nur wieder Blödsinn, glaube ich. Oder? Das hatte doch Sinn und Zweck mit der Kiste. Aber ich komme nicht drauf. Okay. Lassen wir es darauf beruhen und ich... Nein, nicht da. Das musst du anvisieren. So. Dann versuche ich einfach mal, mich hier hochzuhangeln und das Level einfach abzuschließen. Ich muss mal gucken, ob das da... Ob ich da doch noch hoch musste vielleicht. Es könnte noch ein Checkpoint gewesen sein. Ich weiß es gerade absolut nicht. So, Blitz ist weg. Und... Na, komm schon.
so, hier, stimmt, ich wollte gerade sagen, muss man sich doch hochschießen? Nein, muss man nicht. Muss man nur auf das Geländer. Fand ich hier noch eine Ente? Auf jeden Fall auf irgendeinem Geländer war eine Ente. So, hier warte ich aber diesmal noch mit dem Laser, mit dem Blitz ab. So. Wenn man hier runterfällt, das ist echt so mies. Weil einfach, dass es so eine lange Strecke ist. Ich weiß gar nicht, wo hier der nächste Checkpoint ist dann. Ob es hier überhaupt einen gibt. Ich weiß es gerade gar nicht. Komm schon. Ach, du bist aber auch ein blöder Penner. So, weg mit dir. Mensch. Oh, so, da vorne war, glaube ich, eine Ente, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Ach so, hier. Na, okay, ich lasse es jetzt. Ich glaube, da war der Checkpoint. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wirklich runter. Obwohl es eigentlich sinnvoll wäre. Nee, okay, ich lasse es. So. So kommt man nämlich auch hier hoch. Und das denn hier war? Ja, es war hier. Okay, gut. Oh, Gott sei Dank hat das noch geklappt. Und Blitz abwarten und... Zack. Komm her. Das war jetzt endlich Nummer 4. Okay. Ist natürlich... Moment. Müssten wir das wieder rüber? Glaub schon. Ich glaube, weil wir nämlich... Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich glaube, wir müssen nämlich da... Also nach links. So. Mensch, was ist das denn? Weil wir da so nach links müssen. Das ist auch ein Drahtseilakt hier, ey. Da wird sogar der Controller gehen. Ach, da, ja, das war ja mal. Das war ja mal richtig klug. Komisch. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Nee, ich warte doch nochmal. Ich warte auf den nächsten Zug. Ich habe da mal so ein bisschen Panik. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube nur noch hier, oder? Ach nee, da kommt dann noch dieses Doppeldrahtseil. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Oder? Ich meine, ich müsste auf dieses Doppeldrahtseil. Kann aber jetzt gut sein, dass das nur für die Ente war. Ja. Nee, noch nicht. Ja, es ist immer doof. Man sieht nichts. Oh, Moment. So, wir klettern da hoch. Achso, nach links. Ah, nach links hüppen. Ich hab's absolut einfach nicht gesehen. So eine Scheiße. Verfluchte Scheiße. So. Also nach diesmal machen wir es richtig. Ich hüpp nach links. Wo vielleicht würde das noch klappen, dass man auf das Drahtseil da hüpft. Nach rechts, aber wir müssen ja hier nach links. Dann machen wir das auch lieber. Dann haben wir das nämlich ordentlich und dann schaffen wir das auch. Boah, da bin ich gleich runtergefegt. Und komm, abwarten und ja, jetzt komm. Ja.
So. Moment mal. Ach so. Welcher war denn jetzt welcher? Moment. Jetzt bin ich irritiert. Da gehen ja zwei ab. Achso, der eine geht von da oben. Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwie muss man doch da so rüberkommen auch. Ne, weil ich glaube, rechts ist noch die letzte Ente. Boah, jetzt hier runterfallen. Jetzt runter. Ach nee, da ist sie. Kann nicht wahr. Okay, nee, ich warte noch mal kurz. Aber... ach so, hier war nur das Leben. Ah. Können wir nicht mehr als 9 Leben haben? Das ist ja doof. Ist doch keine Katze. Das müsste man mal eben schauen. Wir kamen auf jeden Fall von hier. Ach so, müssen wir in die Richtung hoch. Okay. Anders ging es ja auch nicht. So. Und da könnten wir auch nochmal runterfallen. Nur mal so am Rande. Oh, ich dachte jetzt, ich habe jetzt echt gedacht, ich fall da runter. Ich glaube, da hätte ich einen Schreikrampf gekriegt. So. Oh, Gott sei Dank, das Schlimmste haben wir geschafft. Ich glaube, den kriegen wir auch so schnell platt. Geh weg, geh los. Wir sind hartnäckig, wir halten die Stellung. Jawolla. Achso, nee, ach doch. Nee. Nein. Wieso kann ich denn jetzt nicht hier Pause drücken, fortsetzen? So. Ihr wollt ja nicht hier das Pausenmenü, ich wollte nicht aus dem Spiel raus. Das wäre doof gewesen, weil sonst hätte ich die Enten ja umsonst gesammelt. Also runter ist immer angenehmer als hoch. Muss nur mal kurz gucken, wo war sie denn jetzt? Wo war sie denn? Die Entenmutti. Die war doch hier vorne irgendwo, oder nicht? Hier haben Gulli, ne? Da, ja, wir haben die Gulli-Kinder. Zack. Da hast du dann den Gulli-Kinder zurück und wir haben unseren Gulli-Pizza-Planetenship. So könnte man ihn jetzt auch nennen. So, natürlich, wir verlassen das Level, denn wir haben jetzt die Pizza-Planeten-Chips, die wir auch haben wollten. So, ja. Alle, wir haben alle. Da fehlt es eigentlich nur noch in Els Spielzeugladen, dass wir die 5 Küken sammeln. Da konnten wir das eine Küken nicht sammeln, weil wir da diese Luftkissenschuhe brauchten. Die werde ich natürlich jetzt auch noch besorgen. So. Na komm schon. Gassen und Rinnen haben wir alle. Schleimzeit sowieso hier. Elf-Spielzeugladen. Der letzte Pizza-Planeten-Chip, den wir in diesem Spiel bekommen. Bei den Endgegnern bekommen wir keine. So, das kann ja auch getrost weg. Wir sind da jetzt echt ein paar lange Folgen dabei. Weiß gar nicht, gab's... da hinten gab's, glaube ich, einen Küken. Ja, genau. So. Dann müssen wir uns diese Küken erstmal schnappen. Ich glaube, das machen wir aber in Ruhe. Ah, ich weiß auch gar nicht. Das habe ich letztes Mal auch, glaube ich, so oft versucht. Das bin ich auch ein paar Mal dran gescheitert. Ach, wie, es hat das doch geklappt. Es sah doch erst so aus, als ob das nicht hingehauen hätte.
Hier nehme ich am besten mal den Finger vom Controller, weil. Nein! Oder auch nicht. Ich hab das letzte Ding vergessen. Warten wir jetzt kurz, oder? Ich glaube, ich warte jetzt einfach kurz. Die 20 Sekunden sind jetzt nicht so gravierend. Und dann kann ich noch wenigstens mal einen Schnellschluck trinken. Ah, ich habe vergessen, dass dieses letzte Ding, dass man da immer hüpfen muss. Und dass man da nicht wie bei den anderen beiden davor, bei dem anderen davor, ja, einfach so dadurch kommt. So. Jetzt klappt das aber. Das wäre zu schön gewesen, wenn das beim ersten Mal hinhaut. Das wäre, glaube ich, für mich echt so eine Premiere. Aber vielleicht haben wir diesmal dann auch genug Zeit, um eventuelle Fehler nochmal nachzubessern. Wie diesen zum Beispiel. Ach, scheiße. Mensch. Also wenn das jetzt klappt, dann wird das richtig, 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 richtig knapp. Dann sind das so die letzten Sekunden. Kunden, die wir noch Zeit haben. Wir müssen ja eigentlich nur dieses. Oh, scheiße. Das war zu früh. Zu früh gestampft. Ich wollte ein bisschen Zeit einsparen. Oh, ich hasse das Ding. Ich hasse dieses Ding echt. Ich bin einfach zu schlecht für das Teil. So, jetzt ganz in Ruhe nochmal durchatmen. Und dann geht's hier auch schon mal weiter. Ja, das sieht gut aus. Jupp. Nicht hüpfen. So. Also für eine zweite Runde bleibt diesmal auf jeden Fall keine Zeit. Okay. Und Hüppen nicht vergessen. Hüppen nicht vergessen. Ja. Das sah gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht perfekt aus. So, jetzt noch das Hühnchen einsammeln. Das wäre natürlich noch blöder, wenn man ohne das Hühnchen abbaut. Wenn man schon oben war. Ich glaube, das ist mir auch schon passiert, ne? Komm, jetzt geht's kaputt. Küss mir auf den Sack. Holen wir jetzt erst hier vorne das? Ich glaube ja. Das Level ist eigentlich recht klein, aber irgendwie sind die trotzdem alle so verwinkelt hier. Kommt der gleich mit dem zweiten? Ja, da kommt gerade ein Küken raus. Okay, genau das wollen wir ja. Den, beim ersten Mal kam ja der Pizza-Planeten-Chip. Beim zweiten Mal jetzt dieses Küken. Und genau das soll es ja auch sein. Oh. Das andere war so knapp bemessen und das hier, wo man eigentlich gar nicht so viel Zeit braucht, ist total Overtime. So. Eins ist ja noch, glaube ich, rechts in diesem Raum von dem Skateboard. Eins ist noch hier und eins in dem anderen Raum. Ja, das war's dann auch schon, ne? Dann haben wir alle fünf dann. Also dürfte gar nicht so lange dauern. Also ich kann es ja gerade schon hören, oder ich konnte es gerade schon hören. Ich weiß nämlich auch nicht gerade, wo das Vieh ist eigentlich. Es müsste, glaube ich, hier vorne an dem Skateboard, glaube ich, sein. Boah. Ja, da bist du ja schon. So. Ich meine, das andere wäre echt in dem... Ich glaube, in jedem Raum ist eins. Ich glaube, das haben sie hier relativ gut aufgeteilt. Und dann
sehen wir uns natürlich in dem letzten Video zum Endkampf wieder, wo wir dann dem bösen Goldgräber eins ordentlich auf die Mütze hauen. Ihm und seinen Kompanieros. Jetzt hört's auf. Und dafür mussten hier lang, genau, hier war das. Und hier über diese Kisten hüpfen und da vorne auf die Kisten, wenn die runtergehen und dann hoch und runter und runter und hoch und links und rechts. Definitiv zu viele Energy Drinks. Aber ganz gewaltig. So. Jawohl. Ich glaube, da vorne müsste es jetzt sein. Ja, da, ich kann es schon hören. Ich. Warte mal, Moment. Das letzte Küken, das war doch. War das nicht in diesem scheiß Raum? Oder war das doch hier? Ach nein, das war doch hinten in diesem blöden Raum, wo er den Gegner besiegt hat, oder? Das war gar nicht da. Verdammt. Komisch. Okay, gut. So. Okay, dann müssen wir doch nochmal hier lang. Das dürfte ja nicht gar nicht so lange dauern. Bei dem Endboss müssen wir ja nicht nochmal machen. Da müssen wir nur rein und auf der anderen Seite wird das doch, glaube ich, schon wieder raus. Oh, okay, wie? Müssen wir den doch nochmal machen aus Versehen? Ja, ist ja jetzt egal. So. Ja, geh weg. Ich weiß, dass der Pizza-Planeten-Chip da ist. Komm. Weg mit dir. Ich wollte doch an die New York. Weil ich vermute, dass das letzte Küken doch hier war. Hoffe ich. Glaube ich, meine ich, denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Oh, das war das Falsche. Gab's oder gab's noch diesen Eingang? Ach so, ach nein. Dann war das doch über diesen Parcours. Ich habe es auch in dem anderen Raum nicht gehört. Normalerweise hört man die ja recht früh. Ich glaube, bevor ich diesen Parcours mache, oder? Soll ich doch den Parcours machen? Der dauert ja nicht lange. Ja, okay. Ich gucke nicht nochmal im Büro nach. Ich meine, nee, da ist es nicht. Das müsste ich jetzt sein. Das müsste in diesem Tunnel da sein, in diesem Lüftungsschacht, glaube ich. Monster Hockey. Ich finde die Musik auch mal total entspannend. So, wir nehmen natürlich aber hier mal diesmal eine kleine Abkürzung. So. Ich weiß gar nicht, müssen wir das jetzt hier machen oder können wir das auch umgehen? Ich hör's. Ich hab's gerade gehört. Ey, hörst du wohl auf? Oder war das hier vorne? Ich weiß es nicht mehr. Es kann auch sein, dass das hier vorne irgendwo drauf war. Aber ich hab's doch gerade irgendwann gehört. Normalerweise. Hallo? Ach scheiße, das Ding.
sogar bevor ein Flugzeug rauskam. Das ist doch schon mal was. Das gelingt mir auch nicht immer. Jetzt höre ich es aber. Jetzt habe ich aber diesmal keine andere Falle. So. Ah, da ist es. Da ist es. Hallo. Komm zu Papa. Ja, irgendwie schon wieder eigentlich. Finde ich es schon wieder schade, dass das Let's Play dann damit auch schon so gut wie zu Ende ist. Denn ja, danach kommt nur noch der Endkampf und dann war es das leider schon. Jo, schade, 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 schade. So. Natürlich verlassen wir das Level und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim Endkampf wieder und bis dahin auf Wiederschauen.